Hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge. Heute die Mittwochfolge, die dritte Folge aus dem Livestream vom vergangenen Freitag, dem 31. Mai. Mein Name ist Stefan und bin hier zu Gast auf der Zielonka im Landwirtschaftssimulator beim Gaming Gonzo. Hallo Simon. Hi Stefan. Ja, ich komme jetzt gerade wieder zurück von der Abladestelle. Und ja, wir haben in der letzten Folge ein wenig übers Modden mal wieder philosophiert. Ja. Und ja, wenn ihr das nicht gesehen habt oder leider verpasst habt, schaut einfach in der gestrigen Folge nach. Und ja, könnt auch gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr moddet. Wenn ja, was ihr so für ja, Problemchen mit Giants hattet. Sagen wir es einfach mal so. Genau. Unstimmigkeiten. Unstimmigkeit. Oh, das ist ja ein sehr, sehr schönes Wörtchen. Genau. Kommt er schon, ja. Und ich vergessen. Abo und die Glocke, ne? Wenn ich euch da draußen Abo erwische, und die ohne Abo, Glocke. ohne Glocke, dann schellt's halt nicht. Ich hab ja in 5 Wochen mein Abo-Ziel, ne? Sehr gut, ja. Wurde aber knapp 5 Wochen. Also, es sind noch 150. 30 pro Woche ist sportlich. Ja. Ich möchte eben bis zur FarmCon die 1500 Abonnenten erreicht haben. So, Stefan, let's fetz. Vergiss nicht zu anzuschalten, ne? Ja, schon gut. Und zu senken. So, jetzt. So. Weiter geht's. So weit aufgesammelt, sogar 5 Spuren diesmal. Uiuiuiuiui. Also ich habe quasi eine 5. Spur noch hier installiert bei mir. Ja, mal schnell dran geschraubt, ne? Aber ich muss schon sagen, wir sind echt hier fleißig unterwegs. Wir haben jetzt in 2 Folgen 2 Anhänger geschafft. Und Ja. 4 Bahnen. Das heißt, wenn das Feld hier fertig ist, dann können wir relativ gut Geld machen hier. Naja, gut, Geld ist relativ. Rote Beete-Saft, oder was gibt's denn hier Du dann? brauchst erstmal 5000 Liter, damit du so um die 1000 kommst. Ja, so ist das. Schön der Motor hier von oben. Aber schon faszinierend, gell? Eine 5. Spur ohne Aufnahme, Ja gut, das ist halt durch die Work Area ne? und theoretisch, wenn du Genau. Aber die Zugriff Animation hättest, ist in Ordnung. ja, wenn wir drauf Zugriff hätten auf die Fahrzeuge von der Premium Expansion, könnte man sich den Ernter holen und dem einfach mal so einen Kilometer breite Work Area geben. Blub, fertig. Ja, genau. Das ist dann so die, wo auf YouTube auch dieses Unrealistic Farming machen. Ja, wo du dann halt einen Cooper aufklappen, klack, 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 klack. Dann hast du eine Arbeitsfläche von 100 Metern, Arbeitsbreite von 100 Metern und dann. Nee, die wollen die Standardgeräte nehmen und halt einfach die Work Area so breit machen. Ach so. Ja gut, es gibt ja welche, die auch das so modden, dass es dann optisch auch so aussieht, so breit. Ja, das sind aber dann wirklich schon die besseren Unrealistic Farmer. Ja. Also die Noobs, so wie du und ich, wir würden einfach nur das Ding breit ziehen und fertig. Ja.
Und dann bei Giants einreichen, oder? Naja. Einreichen würde ich jetzt das nicht gerade bei Giants. Nee, wird auch nicht angenommen. Wenn du nur die Breite änderst. Und das ist dann unrealistisch und dann gibt es eh eine Ablehnung. So wie bei den Stellen, ne? Ja. 2000, nee, das ist unrealistisch. 500, okay. Und du weißt, wie groß sie sind. Ja. Und dann gibt es sowas, wird es ja nie geben in echt, oder so große Stelle, dass so viele Tiere. Und dann gibt es andere, wo so eine Weide machen von 5 auf 2 Meter gefühlt. Ja. Mit 500 Tieren, das ist realistisch. Okay. Ja, so jetzt wieder. Also, da ist wieder eine Spur irgendwie hier übergenommen, das passt schon. So. Ja, halt, sorry, ich muss wieder anfangen. Ne, halt. Nein, nicht unterfallen. So. Den Anfang habe ich irgendwie verpasst. Mensch. Da wird jede Knolle mitgenommen, du. Ja, jede Knolle ist ein paar Cent wert. So, jede Knolle ist ein paar Cent wert. Ja. Wir brauchen hier jeden Cent. Ja. Das ist ja das Problem, ne? Mhm. Cent by Cent. Baby. Wie heißt so schön, wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. Ich hab gedacht, den Rubel. Ah, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der Rubel rollt. So. Du bist dann wahrscheinlich wieder voll, wenn man drüben ist. Also, ja, 90, so 90%. So plus minus. Aber heute bin ich irgendwie müde. Ja, same. Familie, alle liegen schon im Bett. Same. Hat sie auch hier total verdreht. So. Das kann gar nicht bequem sein, wie die Katzen immer liegen. Weißt du, so Kopf verdreht, so. Ne, beide ist weg. Meine Katze. Okay. Geh ich ab zu Frauchen ins Bett oder? Nee, die Tür ist zu. Okay. Die wird wahrscheinlich auf der Waschmaschine liegen. Mhm. Da kein Kratzbaum oder 5-Sterne-Bett oder so mit Massagefunktion für Katzen. Selbst wenn man das kaufen würde, sie würde sich nur für den Karton interessieren. Genau. Immer immer so. Bestellst was Größeres. Du hast ja schon zu viele Spielzeuge, nichts wird bespielt, aber ein Karton. Yeah. Und wo meine Kleine noch kleiner war, dann aber schon krabbeln konnte, war sie auch drin im Karton, denk mir. Wieso kaufen wir eigentlich das ganze Spielzeug, wenn du einem Kind nur einen Karton hinschmeißen musst? Ja. Ich weiß nicht, was wir bestellt haben, was Größeres. Ganz kurz, du musst mich nach dem Stream noch was erinnern, dass ich dir noch was sagen wollte. Okay. Und es war ein riesen Karton. Und den Karton, oder zwei riesen Kartons, habe ich die beide zusammengeklebt zu einem riesen Haus. Das war der Hit für Kind und Katze. Ich mit Fenster zum Aufklappen habe ich reingemacht, weißt du, Pappe ausgeschnitten, Fenster hochgeklappt mit Schnur und da war die Kleine drinnen und Katze und Kater auch. Mal raus, rein, raus, rein. Bleib mal stehen. Ja? 98%. Oha. 99. Wie ist das passiert? Du hast eine fünfte Reihe hier mitgenommen. Stimmt. Siehst du mal.
Ja, hast du ein Glück, dass ich drauf achte, ne? Ja. Ich bin ehrlich, es hat ausgeblendet, aber jetzt lass es wieder drin. Es hat. Hat, hat, hat. Na gut, der hat's ja wahrscheinlich eh nicht gesehen. Außer halt im Vehicle Inspector. Ja, im Wege. Ich habe ja immer drauf geguckt, dass das so bei 88, 90 war es ungefähr. Ja, wo hast denn du das gesehen? Ja, links oben im Wege. Da ist doch bei Rote Welle bei dir 100%. Das meine ich ja. Nee, 99. Der rundet irgendwie auf. Sobald du da. Ich glaube, sobald du eigentlich 99,5% hast, ist der schon eins nach oben gegangen im Vehicle Inspector. Okay. Gut, ich habe auch die Knollen mitgezählt. Beim Rein. Aber wie viel sind drin im Anhänger? Müssten ungefähr, lass mich mal schon gucken. Ich glaube, 896.593 plus minus 5. Ein bisschen Ungenauigkeit ist halt auch mit dabei, ne? Wenn es eine europäische Durchschnittsknolle ist, muss man auch sagen, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Knollengröße die hier jetzt da verarbeiten, weil das müssen wir dann ja auch Volumen umrechnen und so weiter, und das habe ich jetzt so schön spontan nicht. So spontan schaffst du es nicht? Nein. Okay. Und unspontan? Auch nicht. Schon zweimal nicht, gell? Genau. So. Ja, vor allem halt, das kann halt. Die Knollengröße kannst du zwar ein bisschen versuchen, an den Pflanzen zu erkennen, aber da ja durch Giants wahrscheinlich nicht ganz realistisch war mit dem Textur der Pflanzen, kann es auch sein, dass die aufgrund der Düngung natürlich vielleicht noch nicht bei 100% waren und dann die Pflanzen falsch, kann man so, gerendert sind. Und dann kommt schon eine Diskrepanz. Deswegen habe ich ja plus minus 5 gerechnet. Bei den 896.000. Ja. Ja. Jetzt haben wir wieder zurück zu dir Feld. Ja, ich warte schon. Natürlich, mein Eco-Motor habe ich schon ausgemacht. Eco-Mode? Eco-Motor, ja. Dem Wolf. Es ist ein V6 Motor drin, okay. Aber glaube ich keine Direkteinspritzung, nein. Da müsste jetzt K-Mechanik Simulator hier aktivieren, weißt du, die. Ja, den hast du auch ganz schön links liegen lassen, ne? Ja. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich habe immer die Community gefragt. Da kam nichts zurück. Und dann fröne ich halt aktuell meiner Leidenschaft nach. Aber der Motor ist immer noch halb fertig. So. Are you ready? Ja. Ready. Ah ja, rettisch. Ich ohne muss glaube mal ein Tempomat hier auf mein Sidepanel legen. Mhm. Ich muss jedes Mal zum Tempomat aktivieren, auf meine Tastatur drücken. Eieieiei. Sachen gibt's. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, das sag ich dir, du. Hoppala. Fährt da wieder wie so ein Psofener. Aber dafür haben wir jetzt genau die Spur, passt super. Durch das meine Doppelung nehmen hat das gut gemacht hier. So. Also kurz zurücksetzen nochmal und dann.
Und ja, ich justiere mich dann an deinem Anhänger. Ist mir nicht aufgefallen. Jetzt sind es wieder nur 4 Spuren. Und 4 rein. Ist dir trotzdem nicht aufgefallen. So, dann sage ich mal, Simon, ne? Ja, 3, was? 2, 1.